So, wir sind gerade wieder am Üben, und zwar geht es um lineare Gleichungen. Wir üben Graphen dazu zu malen, Schnittpunkte zu ermitteln und so weiter und so fort. Ich habe hier mal ganz bewusst, weil die Funktionsvorschriften so große Werte haben, also minus 25x plus 30 und 15x minus 25, habe ich mal ganz bewusst hier eine andere Einteilung genommen. Die Einteilung kann man beliebig wählen, man muss dann natürlich beim Malen aufpassen, ne? So. Andere Einteilung, damit das überhaupt darstellbar ist. Wenn ich nämlich hier nur eine 1 hinschreibe, dann und hier, dann kriege ich schon beim Y-Achsenabschnitt ein Problem. Gesucht sind also die Graphen in der Skizze, irgendwie. Und die geschätzten Werte, das ist geschätzt hier, und zwar x0, die Nullstellen von f und von g, und den Schnittpunkt der beiden. Schnittpunkte gibt man in Koordinatendarstellung an. Geschätzt. Und danach wollen wir die ganze Sache ausrechnen. In diesem Fall mache ich jetzt eine Pause und zu Hause legt man dann los und dann werden wir uns danach wiedersehen. Also wenn ich jetzt Pause-Taste drücke, zu Hause auch Pause drücke und dann geht's los. So, wenn ich jetzt merke, dass ich bei solchen widerlichen Skizzen solche widerlichen Werte rausbekomme, ich habe mal extra diese Punkte hier nochmal bezeichnet, und zwar, ich habe den Punkt, hier habe ich eine 2 vorsichtigerweise eingesetzt, weil mir sonst mein ganzes Wertesystem eh explodiert. Also habe ich f von 2 ermittelt, das wäre 20. Demzufolge entsteht hier der Punkt, ich habe ihn einfach PF1 genannt, 220. Ja, schön. Hier ist er. Den Y-Achsenabschnitt, den bekomme ich ja noch geliefert. Aber wenn ich größere Werte einsetze, explodiert mir das ganze Gerät sonst wohin. Wenn ich vor so einer Situation stehe, analog ist es hier mit dem Punkt hier, g von 5, kriege ich hier oben außerhalb des Blattes ein. Wenn mir sowas passiert, dann mache ich was anderes. Dann sage ich, okay, dann wähle ich eine andere Einteilung. Also schnappen wir uns nochmal ein Koordinatensystem. Ich habe mir das schon hier reinkopiert. Und wir wollen ja, wie gesagt, solche Riesenwerte verarbeiten. Ja, da müssen wir auch mit Riesenwerten auf den Achsen arbeiten. Also gehen wir jetzt bei und sagen, gut, die erste heißt minus 25x plus 30. Minus 25x plus 30. Da ich ganz schnell an riesige Werte stoße, sage ich einfach, hier sind 50 und hier sind 50. Und wenn ich jetzt das probiere, also f von x war minus 25x plus 30. Wenn ich das jetzt probiere, dann sage ich, naja, y-Achsenabschnitt ist ungefähr hier. Und jetzt kann ich getrost mal eine 10 einsetzen. Ne? Eine 10 passiert mir nicht viel. 10, das sind minus 250 plus 30 ist minus 220. Ich setze eine 10 ein und habe bei minus 220 den nächsten Punkt. Hier sind minus 50, minus 100, minus 150, minus 200 und hier ungefähr ist der nächste Punkt. Das heißt also, der Graph, der wird auch nicht schöner oder übersichtlicher in dem Fall, aber ich kann wenigstens mal einigermaßen vernünftige Werte einsetzen. Wenn mir das alles so nicht gefällt, dann hilft bloß eins, ich muss auf der X-Achse was machen. Probieren wir das mal aus. Also auf der X-Achse etwas tun bedeutet, ich muss da eine andere. Ne? Ne, das geht so nicht. Also, auf der X-Achse bedeutet das, ich muss hier einen anderen Wert einsetzen. Mal sehen, ob ich die 50 wegkriege, ja. Nehmen wir doch auf der X-Achse mal probeweise Werte wie 10. Dann sieht das vielleicht schon besser aus. Dann wäre hier 20 und so weiter. Wenn ich das gleiche hier nochmal mache und ich sage, ich gehe 10 nach rechts, hier ist 10, dann habe ich den Punkt minus 220 jetzt hier geliefert bekommen. Jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Und jetzt lässt sich das schon besser malen. Was müsste ich denn machen, damit ich diesen Punkt hier noch weiter rechts rüber kriege? Was müsste ich für einen Wert für die X-Achse einsetzen? Das habt ihr nicht geguckt, ne? Genau, dann müsste ich da 5 ranschreiben. Also sage ich, okay, gut, dann sind hier 5 und dann sind hier 10. Und jetzt kommt mein Punkt nämlich weiter raus. Hier, dann geht es besser. Jetzt ist hier 10 minus 220, dieser Punkt. Also f von 10 liefert mir minus 250 plus 30 ist minus 220. Also wäre hier der Punkt PF. Einfach den Punkt. Hat jetzt nichts mit Steigungsdreieck zu tun. Bei solchen Werten ist das blöd, mit Steigungsdreieck zu arbeiten. Habe ich hier den Punkt 10 minus 220. Okay?
glaube ich, auf den Punkt gekommen, ja? Einfach einsetzen. Und damit ich mein Koordinatensystem besser anpasse und mir nicht solche Krickeleien hier hinkommen, muss ich mit den Werten etwas jangeln und sagen, naja, wenn ich hier auch eine 50 rangeschrieben hätte, wäre das genauso, zwar besser zeichenbar, aber wäre das genauso knapp gelaufen und ich würde den Anstieg nicht so schön hinbekommen. Jetzt sieht man aber besser, dass sich hier diese, weil ich nämlich jetzt hier eine 5 statt 50 gewählt habe, sehe ich, dass ich diesen Graphen viel besser malen kann. Jetzt machen wir das gleiche für g von x. G von x hieß ja 15 minus g von x ist 15x minus 25. Probieren wir es jetzt aus. Ich setze jetzt hier einfach die minus 25, ist relativ leicht zu finden. Wenn das 50 sind, dann ist hier die minus 25. Hätte ich den ersten Punkt. Y-Achsenabschnitt ist frei geliefert wieder. Und jetzt sage ich, ich setze auch mal 10 ein. Dann heißt das g von 10 ist gleich 150 minus 25 ist 125. Das lässt sich hier wieder besser machen. 10, jetzt sind hier 50, 100, 125. Ich habe hier einen zweiten Punkt. Und jetzt kann ich was mit diesem Ding anfangen. Jetzt muss mir aber klar sein, dass wenn ich den Schnittpunkt hier schätze, jetzt kommen die Schnittpunktkoordinaten. Moment, ich sollte es nochmal ranschreiben. Hier ist mein Punkt PG, nennen wir ihn 10, ne, X-Koordinate und die 125, die ich errechnet habe, als Y-Koordinate. Das ist dieser Punkt. Jetzt müssen wir bloß noch den Schnittpunkt ermitteln. Das wird hier relativ piepelig. Der könnte, wenn das 5 sind, vielleicht bei 1, ja, 1 und vielleicht 5 liegen. Ungefähr. Der muss aber auf jeden Fall im ersten Quadranten liegen. Nochmal, das ist der erste. Hier ist der zweite Quadrant, dritter Quadrant, vierter Quadrant. Quadrant, weil es 4 Stück sind. Quadro. So, der muss also hier liegen. Der muss positive Werte haben. Der wird hier hinten keinen Minus haben. Schätze ich. Und was ich jetzt ausrechne, das muss dazu passen. Wir wollten noch was. Die Nullstellen. Ich glaube nicht mal, dass man die noch richtig ablesen kann. In diesem Fall, wenn ich mir hier diese Nullstelle angucke, dann müsste x0 g ungefähr sein. Ja, vielleicht. Vielleicht bei 1 oder 0,5. Höchstwahrscheinlich. Aber der Kreuzungspunkt liegt im Positiven. Jetzt gucken wir uns noch den anderen an. Und x0f ist auch nicht viel besser. x0f müsste dann rund sein, vielleicht ein bisschen mehr als 1, 1,5. Besser kann ich es hier nicht ablesen. Geht nun mal nicht. Aber ich weiß, wo ich hinrechnen muss. Und ich weiß, was ungefähr rauskommen muss. Wenn das ungefähr dazu passt, dann bin ich auf der richtigen Seite. Gut, dann los, jetzt die Rechnung. Jetzt seid ihr wieder dran. So, jetzt die Rechnerei zu den Nullstellen. Und zwar, der Übersichtlichkeit halber, wir hatten ja gesagt, hier kommen ganz komische Nullstellen raus. Vielleicht 1 und 1,5. Der Übersichtlichkeit halber habe ich das dazu geschrieben, kann ich nur empfehlen. x0f, x0g und dann weiß man, worum es geht. Und entsprechend auch die Bezeichnung mit dem Index. Das ist Handwerkszeug hier und tatsächlich kommen, jetzt muss ich keinen runden Wert hinschreiben, denn 6 Fünftel ist Nummer 1,2. Kann ich direkt als Wert auch weiter verarbeiten. 1,2, na siehe da, ungefähr 1 geschätzt, passt. Auf jeden Fall positiv, passt. So, und beim zweiten habe ich 5 Drittel und selbst hier kann ich doppelt unterstreichen, wenn ich 1,6 Periode 6 hinschreibe. Auch das ist ein fester Wert. Ich würde allerdings immer mit 5 Drittel weiterrechnen. Rund 1,7 und siehe da, 1,5. Na bitte, genauer ging es nicht. Nochmal kurz ein Hinweis, wenn die beide am Schnittpunkt beide gleiche x- und y-Koordinaten haben, kann ich die beiden Gleichungen gleichsetzen und das schreibe ich als Überschrift so hin, dass ich sage, also f von x ist gleich g von x, das ist praktisch meine Arbeitsüberschrift, oder setze einen Doppelpunkt und rechne dann los und setze die beiden Funktionen gleich. So, jetzt mache ich wieder Pause, zu Hause weitermachen. Das war Handwerkszeug, ich setze die beiden gleich, ne? Ich muss mal darüber klar sein, dass ich dann xs auch ermittle, automatisch, wenn ich die beiden Funktionsvorschriften, also hier sind sie ja, hier und hier, wenn ich die beiden gleichsetze,
Dann ist der Rest wieder bloß Handwerkszeug. Ich kriege raus, 11 Achtel ist gleich XS. Und damit ich das dann auch entsprechend richtig verwerten kann und gucken kann, ob ich richtig gemalt habe, rund 1,4 ist das. So, gucken wir mal. Ja gut, hier habe ich nur 1 geschätzt. Das nächste, vielleicht kommt 5 raus, werden wir sehen. Auf jeden Fall ein positiver Wert. Und das macht man, indem man sagt, entweder f von xs, also f von diesem Wert, ergibt mir ys. Aber genauso stimmt es auch, wenn ich sage g von xs, dann muss der den gleichen ys-Wert ergeben. Das können wir auf beide Seiten ausprobieren. Ich mache wieder Pause, zu Hause wird es gemacht. Wenn ihr das dann ausprobiert habt, dann drückt die Pause-Taste erneut und guckt euch das an. Also, jetzt habe ich diesen XS-Wert. Natürlich nimmt man keinen gerundeten Wert. Ne? Die 11 Achtel habe ich mal eingesetzt. Und zwar in f von x. Die war ja minus 25x plus 30. Und statt x habe ich 11 Achtel eingesetzt. Habe hieraus 240 Achtel gemacht, damit ich die gleichnamig machen kann. Und kam auf minus 35 Achtel. Jetzt kam ich aber ins Zweifeln. Ins Zweifeln, weil wir gesagt haben, hier sollte sich ein positiver Wert ergeben. Bei der Malerei kann es aber durchaus nicht sein. Jetzt habe ich dermaßen gezweifelt, dass ich gesagt habe, dann rechne ich das mit g von x auch nochmal aus. G von 11 Achtel und kam genauso auf minus 35 Achtel. Was ist denn das ungefähr? 32 durch 8 ist 4, ne? Minus 4 irgendwas. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke, dann war das zwar ein geschätzter Wert, aber der liefert mir nur einen Anhaltswert. Ich kann nicht besser. Der Schnittpunkt muss wahrscheinlich hier unten im zweiten Quadranten liegen. Der Schnittpunkt. Also heißen die Schnittpunktkoordinaten, okay, das war jetzt also richtig, okay, der Schnittpunkt, die Lösung dafür ist, und zwar 11 Achtel und minus 35 Achtel. So, das ist der ganz korrekte Schnittpunkt. Jetzt den Schnittpunkt gerundet, S gerundet, 11 Achtel ist rund 1,4, hatten wir gesagt, 1,4. Und das sind ein bisschen mehr als minus 4, sagen wir mal. 32 durch 8 ist 4, dann bleiben noch 30 durch 8, 4,3. So werden die gerundeten Werte. Gerundet wohlgemerkt. Das ist der exakte und das ist der zum Nachprüfen, ob ich richtig gemalt habe. Und ich habe nicht richtig gemalt. Der Schnittpunkt muss hier unten sich befinden. So, ich mache mal Pause, falls noch Fragen sind. So, kurz zusammengefasst, wenn es also bei der Aufgabe selber insofern hakt, dass ich hier keine vernünftigen Werte ablesen kann, dann bastle ich mal ein bisschen hier mit solchen, na, dann bastle ich mal ein bisschen mit solchen Werten rum und wähle andere Einheiten hier. Und kann aber, das haben wir gemerkt, bei gerundeten Werten nicht so gut ablesen. Das x ist uns gelungen, hier beim Schnittpunkt. Die Nullstellen sind uns wunderbar gelungen, aber beim Schnittpunkt, das x, 1,4, einverstanden. Aber der y-Wert, der ging scheinbar daneben. Hört mal auf. Ging scheinbar daneben. Und wenn ich dann sage, okay, wenn das hier fragwürdig ist, das Ergebnis, ja, dann muss ich es halt nochmal mit der g von xs-Variante ausprobieren. Und wenn da das Gleiche rauskommt und einigermaßen hier doch zu stimmen scheint, ja, dann muss ich damit leben, dass ich mich eben vermalt habe. Ist nicht schlimm, aber die Vorgehensweise ist letzten Endes immer die gleiche. So löst man Gleichungssysteme auch später. Na denn, ich schließe das Video ab.